Moin moin, mein Name ist Heinrich der Löwe, mit mir spielt die Mathilde. Genau, und ein Zombie ist ins Loch gefallen. Einen habe ich gerade hier gekillt. Ja, die scheint da ganz unten zu sein. Viel Spaß. Ach, wozu gibt's eine Schrotflinte? Ah, hier ist er runtergebuddelt. Geil. Die hat sich hier richtig runtergebuddelt. Aber... cool, danke. Boah, hat doch ein bisschen mitgemacht. Ich weiß nicht, was du sagst. Ich möchte einfach... Ey, Tussi. Hast du Verstärkung geholt? Nö, aber hier kam so eine... Leuchte! Oh! Ich verblute! Oh, ich bin wieder nicht nachgeladen. Warum bin ich nie nachgeladen? Ihre... Warte, die kommt zu mir. Kommt nicht zu mir, die rennt zu dir. Da ist noch ein Leuchterdick. Alarm! Leute, wie seid ihr hier reingekommen? Oh, ich hab die Schaufel. Oh, dicke, schnelle Zombie-Tante. Da sind ganz viele. Ja, es sind zwei, drei Kreischtypen. Ich geh nach oben. Scheiße. Ah! Ach. Wer hat das hier weggenommen? Hilfe. Ja, du oder ich, jede Nacht. Jede Nacht machen wir das, ja. So. Kommt der hier, flotten Schweine. Mein Freund Schrot. Sag hallo zu Schrot. Der da so laut ist mit der Schrot. Ah, die hat mich erwischt. Alter, es sind einfach mehrere Kreischer-Damen gewesen, ne? Ich glaube, ich muss mal langsam Munition machen. Ja, oh, hier ist eine ganze Horde. Ja, ich habe hier auch schon zu tun. Hey, Skater Boy. Ja, ich sehe sie auch. Ja. Das Loch hat sie angelockt. Ja, es waren ja auch zwei, drei Kreischerin, ne? Naja. Wenn denn jede irgendwie eine Anzahl von Zombies anlockt, dann haben wir natürlich Spaß. Ah, gierige. Oh, ich bin infiziert. Aber wir haben ja Honig. Schon länger nicht mehr. Wir haben ja Honig, alles gut. Erstmal die Zombies töten. Hab erst durch die letzte Kiste Honig gefunden. Oh, der hat schon ein blutiges Auge. Ey, warum konnte ich... Alter, das war scheiße. Was ist denn passiert? Ich habe einen Powerschlag gehabt, weil ich so verletzt war, kein Stamina mehr. Und dann wollte ich gerade noch einmal schlagen und dann hatte ich überhaupt null Stamina. Also keine Ausdauer mehr. Das habe ich gerade nicht gecheckt. Das war doof. Ja, deswegen bin ich auch immer mit den Powerschlägen sehr vorsichtig. Ja, das war so Gewohnheit gerade. Aber na gut, jetzt habe ich keine Verseuchung mehr quasi.
Oh, ein Footballer. Rucksack. Jaha, wo bin ich gestorben? Wo bin ich gestorben? Süden. Da bin ich tot, da liegt noch ein Pfeil. Da ist ein Footballer hinter dir. Ah! Wieso lebt der noch? Ich hab ihn. Kümmert sich um mich, hol dein Zeug. Danke. Erstmal gleich nachladen, habe ich. So. Geht auch nicht tot, der Typ, ne? Jetzt ist er tot. Jetzt kann ich hier wieder runterkommen. Hat er eine Tasche liegen gelassen, oder was? Einer, ja. Ah, da ist nur einer am Leben. In den Arsch geschossen, yeah! Gibt der noch? Nee. Ja, war auch lustig. Ich weiß jetzt aber nicht, ob da unten noch was Zombie-mäßiges im Keller ist. Nee, ich glaube, das ist hier. Einer hat sich hier richtig durchgegraben. Ich geh nochmal gucken. Die hat hier richtig schön einmal runtergegraben, aber ich glaube, hier unten ist nichts. Dann würdest du ja hören, dass die irgendwie schlagen oder so. Sieht gut aus. So. Ah, die ist ja eine Etage tiefer gefallen und hat dann gleich straight irgendwo hingebuddelt. Es war ja ein sehr ereignisreicher Morgen. Ja, da gleich mit dem Tod. Sowas haben wir eher selten. Zwei. Drei, vier, fünf. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 Stangen brauchen wir noch. Gut. Ich glaube, so viele sind schon in der Mache. Ja, vielleicht sind die auch schon fertig, weil wir waren ja gerade beschäftigt mit dem netten Besuch. Dann sind wir nämlich nach oben abgesichert, wenn die top sind. Ja. So, wie schaut's hier? Pilze sind fertig. Ja, meine Ernte ist fertig. Endlich, Ernte. Warum kracht das nicht ein? Einfach noch viel zu viel Erde. Ich habe keinen Bock, so viel zu buddeln. Wir brauchen aber auch Erde, mein Schatz. Ja, wir haben davon schon genug. Ja, trotzdem, wir brauchen das für unser Eisen. Wir brauchen das für unseren Stahl. Wir brauchen das für unsere Pflanzung dann unten. Wir brauchen das für Cottlestone. Ja, ich buddel ja schon. Aber ich muss ja eh noch buddeln, aber ich brauche ja nicht alles buddeln. Ah, Junge, du mit deiner Ausdauer. Sieh zu, dass es besser wird. Ah, ich höre schon wieder was. Boah. Ich habe voll viel. Oh, vor. Da ist schon wieder so eine dumme Kuh. Einfach mal die Klappe halten, du. F. Hunde.
Sicher. Ich will nicht die Schaufel. Haut drauf da. Jetzt kann ich bestimmt was Schmackhaftes kochen. Du, you need Hilfe. Nee, hab schon Hunde gekillt. Mit Superattacke geht das auch ganz gut. Also der eine ist sofort gestorben, der andere brauchte noch einen zweiten Schlag. Aber der hat mich auch einmal getroffen und sofort natürlich eine Wunde aufgerissen. Arsch der. Den Bauarbeiter nehme ich auch mal gleich weg. Na, stehst nochmal auf. Ah, oh, dieser scheiß Gras. Scheiß Gras. So, auch tot. Das Gras kann zum Gras. Guten Tag noch. So, Yucca ist gut. Oh, ich lasse das jetzt mal mit dem Bauen, buddeln. Kann ich ja jetzt in der Zukunft, zukünftig in der Nacht machen. Du kannst auf jeden Fall herkommen und dir die letzten Eisenstangen abholen. Nö, ich wollte... Dann mache ich das gleich. Ich kümmere mich jetzt gerade mal um Essen, ne? Ja, und ich will den Balkon ausbauen oder erstmal abreißen, weil von dem Balkon könnte man ja zwei Generatoren oder einen Generator hinbauen, weißt du? Mhm. Dann ist er so ein bisschen weiter weg, aber die Steine sind mir... das Holz, das muss weg. Da will ich Cottlestone haben. So, was können wir denn machen? Hobos tun. Wie bitte? Hobos tun. Keine Ahnung, was das ist. Damit kann ich, das kann ich auf jeden Fall verrotten. Das Fleisch mit. Ja, braten. Ich mach mal zwei davon. Oh, das ist die Ausdauer, ey. So. Gib dir mal ein bisschen Ausdauer. Ich kann Wildbret-Eintopf machen. Hurra, Wildbret. Drei Stück. Ja, ich müsste eh hierbei was essen. Bisschen Schinkenspeck mit Eiern mache ich mal wieder. Blaubeerkuchen kann ich ein paar machen. Stamina. Brauche ich denn für Bier? Bier kann ich hier so weiter. Das Tolle ist, die Stühle, die hier draußen stehen, die Campingstühle, die stehen auf Beton oder sowas. Mhm. Das heißt, ich brauche die nicht abreißen. Nicht gut. Finde ich auch gut. Gleich verstärkt. Fantastisch. Fantastisch. So, dann kümmere ich mich hier nochmal um den letzten Eisenstein. Was ist denn da im Weg? Ah, da ist noch eine Holzlatte da. Ein Fenster oder so. Weg damit. Braucht kein Mensch. Ah. Du. Ah, wieder so ein Fensterrahmen. Ich
Ja, unser Haus entwickelt sich auch noch so nebenbei. In was ganz anderem. Man müsste eigentlich mal so ein schnelles. So, man hätte mal von Anfang an so immer so Bilder machen müssen, so ein Rundumbild. Und dann immer so eine Entwicklung der jeweiligen Tage, wie sich das Haus so entwickelt. Stimmt, ja. Das wäre einfach geil. Das können wir ja machen, wenn wir dann irgendwann mal unsere zweite Basis aufbauen. Genau, das müssen wir. Immer. So, übrigens, unser Loch ist jetzt endlich mal abgesichert. Das Loch ist abgesichert, das Loch ist zu. Juhu! So. Und hier oben bauen wir jetzt einen Generator hin. Ein Generator. So. Was brauchen wir für das Relais? Da brauchen wir auch Eisen. Vor allem können wir, glaube ich, dann richtige Scheinwerfer jetzt auch bauen. Hm, oder? Kann ich machen. Dann haben wir geiles Licht. Wisst ihr was? Ich baue auch gleich. Ich mache gleich rundum diese. Ich mache am Balkon links und rechts mache ich Generator jeweils. Dass wir da einen Ort haben, wo wir die betanken können quasi. Mhm. Und rundum mache ich erstmal diese Relais und die verbinde ich erstmal. Mhm. Dann haben wir einmal um das Haus quasi so einen Stromkreis. So, jetzt meine Idee. Mal gucken, was da ist. Ich weiß nur nicht, ob du die Generatoren so in Reihe schalten kannst. Ja, genau, in Reihe, genau. Einen Kreislauf wollte ich haben. Ja, ich weiß nur nicht, ob das geht. Musst du ausprobieren. Oder wir machen das so, wir machen keinen Kreislauf. Wir machen eine halbe, eine Seite macht der eine Generator und die andere macht der andere. Auch gut. Ich mache erstmal ein bisschen hier Electrical Relay, das dauert eine Minute. Aber wir müssten ja jetzt höher laufen, weil wir haben ja oben unsere... Ah, da ist das Dach auch schon ein bisschen kaputt. Dach ist ja aus Metall. Metall habe ich noch ein bisschen. Wo ist denn mein Hammerchen? Oh, das nimmt ja geschmiedetes Eisen. Braucht das Dach? Oh. Haben wir ein Luxusdach? Aber ich repariere es trotzdem mal. Alles mit Holz, aber das Dach ist super. Was hier sonst kaputt geht mit Holz, das wird dann halt später repariert. Oh, schon wieder so eine Schreitussi. Ich bin in meinem Loch. Ich bin hier sicher. Nee, die ist an der Garage. Ich komme jetzt auch nicht unbedingt hier raus, weil da muss ich erst unten. Erstmal 200 Schleichschaden. Zweimal Schleichschaden. Nee. Und ist tot. Sehr schön. Ohne, dass sie geschrien hat. Wunderbar. Finde ich auch. So. Damit die Spuckschutz bekommen, mache ich hier eine Mauer. Wir machen das hier so. Nee, das sieht doof aus. Du passt mir nicht. Hier mal ein tiefer. Ah ja, ist ja keine Tür, ist ein Fenster. So, sieht das viel netter aus. Kämpfen tun wir ja von der Etage tiefer. So. Generator 1. Oh, man kann sie sogar so an der Schräge packen. Oh, das sah ja gut aus. Holz behalten. Tschüss. Hält alles noch. Super. Einmal die 8. Hast du sie schon mal so schräg angebaut? An der Wand?
Ich glaube nicht. Ich mache also einfach mal, ich bin mutig. Irgendwie, ich muss ja nur darauf achten, dass ich da drauf komme, ne? Auf den Generator, auf das Relais hin. Ich teste das einfach mal. So. Sind denn schon... Haben wir überhaupt dieses Werkzeug, dieses Verbindungswerkzeug? Ups. Ich glaube, ja. Das war die Topfpflanze, die wollte ich nicht. Ja, Hammer. Man muss dazu sagen, das macht normalerweise immer die Mathilde. Aber damit ich das auch mal lerne, will ich das auch mal machen. Oh, wir haben hier sogar Electric Relays 11 Stück schon gefunden. Gehabt. Haha. Cool. 6 bauen wir noch, dann sind die 6 Reserve. Das finde ich gut. Wir müssen ja wahrscheinlich hier so irgendwie ans Dach kommen. Oder so. Da drauf und dann so einmal rum. Idli-dumm. Was ist denn hier der Einzige? Was ist das so? Funktioniert das? Nee. Nee, wie kann ich jetzt davon ein Kabelchen... Okay, ich mache mir jetzt eine bessere Schaufel. Und? Willst du auch eine bessere Schaufel? Meine ist Stufe 4 oder 5. Ich kann Stufe 6 bauen. Besser geht nicht. Besser? Also ich baue einfach schon mal 2. Ja, ja. Weil meine ist auch fast kaputt einfach. Ich verstehe nicht, wie ich die nicht verbinden kann. Hm. Oh, das Werkzeug sieht cool aus, wie in echt fast. Es ist ein, doch, also das ist sieht aus wie echt so ein Klemmding. Von den Farben her, das sieht cool aus. Wieso kann ich den... Rechtsklick, so. Damit dran. Oder braucht der erst einen Motor, damit ich den verbinden kann. 4 Motorslots. Warte mal kurz. Komm gleich wieder, ich hol den Motor. Düb, düb, düb. Wo waren die Motoren? Ich glaube, die sind in der Garage. Scheiße. Oder die sind direkt neben der Werkbank. Da kannst du auch sein. Ich weiß ja nicht, wo du die Motoren hingepackt hast. Ja, nicht hier. Oh, da geht's runter. Das war knapp. Ach, hier rechts ist die Ecke kaputt. Die ist offen, meine ich. Links ist offen, okay. Weil entweder habe ich jetzt den Generator scheiße hingebaut, dass das so schräg nicht geht. Gucken wir mal. Oder ich kann ihn erst verbauen, wenn ich einen Motor habe. Wir haben einen. Nur ein Motor. Ich brauche mehr Motoren. Bauen konnte man die Motoren nicht, oder? Mm-mm. Also ich glaube, dann werde ich den nächsten Tag auf Motorenjagd gehen. Okay. Das heißt, ich gehe irgendwo hin, wo es Autos gibt und nehme ich auseinander. Okay. Und wo gibt's Autos? In der Stadt. Oh yeah, meine erste Schaufel ist fertig. Und dass ich jedes Mal irgendwie rumlaufen muss und auf den Balkon zu kommen, bin ich auch blöd. Aber... Leiter da ja, aber dann kommen die Zombies ja auch hoch eigentlich. So, Rechtsklick habe ich gesagt. Und, ah ne, warte mal. Erst ein Motor rein. Und dann Rechtsklick. Ich kann den nicht... Warum kann ich den nicht verbinden? Dann lass mal. Dann stelle ich den anderen mal hier gerade auf. Deine 6er-Schaufel ist nun fertig. Juhu! Ein bisschen um die Ecke.
So, ich will morgen auf jeden Fall irgendwie unterwegs sein, weil irgendwie habe ich jetzt die ganze Zeit nur in irgendwelchen Löchern verbracht. Mhm. Also, ich verstehe das gerade. Macht zwar immer mal wieder Spaß, aber irgendwie wollte ich nicht ein Vollzeitzwerg werden. Nee, aber hier, ich habe jetzt am Generator ein Kabel dran gemacht. Ja. So, wenn ich jetzt hier irgendwie auf den anderen klicke. Rechtsklick. Ah, Rechtsklick. Das war's. Dann wieder Rechtsklick. Und dann da Rechtsklick. Und dann da Rechtsklick. Und da Rechtsklick. Ach so, nee, das geht dann wieder so nicht. Ohne Stieler noch Rechtsklick. Meine Eisenachs ist besser. Dann da Rechtsklick. Oh, jetzt sind die nicht miteinander verbunden, ey. Leck mich. So, und dann dein. So kann ich jetzt den nicht nehmen. Das ist voll doof. Diesen wieder Rechtsklick. Ja, aber wenn ich jetzt den hier mache, ist der hier nicht mehr verbunden. Ja, weil du das im Kreislauf machen musst. Weil dann musst du jetzt von rechts nach links machen. Du musst immer in Stromrichtung machen. Oder jetzt von links nach rechts. Also von da zum nächsten. Ah, okay. Okay. Dann hätte ich separat den anderen nochmal auswählen müssen. Gut. Jetzt, wo wir das wissen, dann haben wir da. Kann ich jetzt sagen, du und du? Ach, dann geht das auch hier auch. Wunderbar. Dann kann ich den nächsten hier so an der Ecke machen. Und das war ganz doof. Du bist tot. Ja, ich bin gerade vom Dach geglitscht. Geglitscht? Ja, ich rutsche sehr runter. Und ich bin in einen Schwung komplett runtergefallen. Ach, Heinrich. Bauarbeiten sind gefährlich. Die meisten Tode... Die meisten Tode passieren im Haushalt. Richtig. Das ist gerade wieder der Beweis gewesen. Na? Aber wenn ich gerade mal hier benutze ich mal die Zeit, um was zu essen. Was zu essen? Ja, es gibt was ganz Tolles, ganz viel tolle Sachen im Dingsbums. Hobos. Was ist das denn? Was Neues. Kreischerin, ich kann mich nicht drum kümmern. Das scheint sogar noch mehr zu bringen als der Rest. Ich esse das mal. Das ist übrigens aus vergammeltem Fleisch. Na, sowas habe ich mir schon gedacht. So sieht das auch aus. So Blutwurst oder sowas Ekliges. Was ich nicht essen würde in echtem Leben. Ah, Kreischerin wieder an deinem Wald. Soll mal hierher kommen. Ich will die von unten erschießen. Das Gute ist, ich bin so gestorben, dass ich quasi an meinen Kram rankomme. Das ist gut. Oder auch nicht. Doch. Rückwärtsgang. Dann mache ich diesmal von hier. So, dann gehen wir hier um die Kurve. Das ist auch ungefähr die Höhe. Ah, oh, das ist direkt da dran. So. Nächsten an dem Stein. Und den nächsten dann wieder dahin. Eine Höhe. Zack. So. Dann packe ich den nächsten hier hin. Ich finde das schade, dass man durch die Fallen keine Punkte kriegt. Ja, das finde ich auch schade. So, dann haben wir da einen. Dann brauchen wir das andere quasi hier auch nochmal auf der Seite. Da versuchen wir es einfach mit einem. So. Muss ich die verbinden und dann sollte das vielleicht schon reichen. Hauptsache, ich fall wieder nicht runter. Besser wäre das.
So. Und von dir. Da. Von dir. Hallo. Ach, da. Und da. Schub, 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 schub. Ach, da. Und. Da nach da. Vielleicht packe ich noch mal eine in die Mitte, aber das kann man auch später machen. Und von da hätte ich gern ein. Ja, das geht auch durchs Dach. Fantastisch. So, zwei Generatoren haben wir. Die Relais haben wir. Dann kannst du jetzt ein Electric Fence bauen. Die Fans, ich guck auch noch mal ganz kurz, du wolltest Lampen haben, hast du gesagt. Ja, Lampen. Lampen sind. Was kostet denn so eine Lampe? Das weiß ich nicht. Das ist ein mobiler Scheinwerfer, dieser riesige. Genau. Klebeband, müssten wir haben, normales Eisen und Electrical Parts, die ich demnächst auch brauche. Scheinwerfer hole ich mal aus der Garage, die kriegen könnten wir echt bauen. Ich mach mal eine Kiste mit diesem ganzen Electrical Zeug hier, ne? Mhm. Wenn wir nicht schon eine haben, eine freie. No. Nehmen wir mal und packen wir da hin. Da muss ich gerade sehen, noch Bäume pflanzen. Der eine ist frei. Da kommt das erstmal rein. Und das. Und ich brauche Klebeband. Klebeband. Hatten wir kein Klebeband? Sein, dass du Neues machen musst. Oh, vier Stück haben wir noch. Oh. Ja, danach brauchen wir Neues. Aber das reicht, glaube ich, für zwei Scheinwerfer. Okay. Dann haben wir ja schon mal zwei Testscheinwerfer. Ich habe es nicht gelernt. Jetzt fällt mir auf, ich kann es gar nicht. Was? Ich kann es gar nicht bauen. Warum nicht? Was fehlt? Ja, ich habe es nicht gelernt. Ich kann auch die Electrical Fans nicht bauen. Warum das denn nicht? Hä? Wo bist du, Tussi? Komm her, ich schlachte dich. Aus meiner Grube. Warum kann ich ihn... Ah, Nahtoderfahrung. Ah. Gut, dann lege ich das da erstmal rein. Nee, eigentlich wollte ich das da reinlegen. Dann gehe ich nochmal schnell runter und mache ein bisschen Baumbepflanzung, Fackeln und das Werkzeug. Achso, packe ich das da rein. Hab ja noch zwei Stunden. Los. Tue ich was für die Natur. Du wolltest hier unten ja Bäume pflanzen, ne? Ja, ich mache hier auch noch gerade ein paar, um wegzukriegen. Ja, weil eigentlich würde sich die Grube sehr schön als Pflanzloch auch eignen. Ja, ich würde erstmal Bäume testen. Ich glaube nicht, dass die Bäume funktionieren. Okay. Aber ich wollte gerne auch noch ein bisschen tiefer. Ja, ich bin doch hier schon die ganze Zeit am Buddeln. Achso, das weiß ich doch nicht, was du machst. Ja, ich buddel das Loch, weil du keine Lust mehr zum Buddeln hattest. Ja, ich muss ja auch mal was anderes machen außer Buddeln. Zum Beispiel hier, guck mal, toll, Fackeln aufstellen. Juhu! Und ich habe ein bisschen Kabel verlegt. Okay, das ist... Zwei Generatoren gebaut. So... Mache ich hier mal ein bisschen in dem Wald ein bisschen Licht. Davor. Ganz
ist hier ein bisschen dunkel. Ich mach mal um unsere Grube rum auch nochmal ein bisschen Licht, ne? Ich wollte auch in die Grube Licht machen, das sieht dann einfach cool aus. Ich mache. Du kannst ja schon mal in die Grube reingucken, dann siehst du überhaupt mal, was ich hier schon gebuddelt habe. Hast du was zum Einstürzen gebracht? Nein. Oh, schade. Pures Buddeln. Bist du denn? Da. Hallo. Hi. Oh, du hast ja fast die ganze Ebene weggemacht, aber ich hab's ja auch schon einmal fast unterhüllt. So. Die letzten zwei Fackeln. Vielleicht hätten wir bei den Gittern noch eine Luke lassen, so am Rand, aber. Damit da auch auf jeden Fall jemand reinkommt? Ja, auch Zombies. Oh, jetzt komme ich mal rein. Upsala. So, den letzten Frame ist weggenommen. Guck ich mir mal was an, was du gebuddelt hast. Und die Zuschauer sehen das jetzt auch mal, wie wir hier in unseren Keller gehen. Kennt ihr ja, haben wir schon euch mal gezeigt. Mach mal auf da. Du. In unser Loch. Ah, hier hast du fleißig Eisen abgetragen. Ja. Und das mit den Säulen hast du, das sieht echt cool aus, finde ich. Das hätten wir hier auch noch weitermachen müssen. Dann geht's hier weiter. Ah, nee, gar nicht. Da unten habe ich ja gebuddelt. Oben rum. Nimmst du oben rum, ne? Hier ja. War, glaube ich, nur irgendwie, genau. Das andere Loch, was ich zu tief gegraben habe, könnte man da nach Eisen suchen. Genau, dann hier und dann bin ich hier, weiß ich nicht wo. Ich glaube hier. Nochmal die Säulen genießen. Hat was? Ich höre dich auf jeden Fall. Genau, hier habe ich die Steinebene und du bist genau da. Habe ich eine Schaufel? Tada! Ich habe auch eine Sechserschaufel für dich. Dabei? Ja. Oh, schmeiß her. Eine Sechserschaufel. Das Beste, was es überhaupt gibt. Ich fühle schon, wie ich besser schaufeln kann. Ah, das Tolle ist, du hast da drunter auch schon gegraben. Das heißt, zack, zack. Nee, ich, da drunter habe ich gar nicht gegraben. Nee, ich meine hier die Seite. Achso. Das war jetzt nur die eine als Zufall hier, oder was? Ach, du hast auch schon welche. Ja. Ah. Gut, gut. Ja, genug Erde und Steine hatten wir ja auch, ne? Naja. Ah, ich denke mal, wenn wir die Erdschicht weg haben quasi, sollte es eigentlich reichen, oder? Ja. Wir müssen dann natürlich dann wieder eine Erdschicht draufpacken, damit wir auf der Erde was pflanzen können. Wie viel tief? Aber ja, den Erdboden habe ich auch schon vorbereitet. Was hat man letztes Mal gesagt, wie viel tief das sein muss? Eins, keine Ahnung. Zwei, drei, vier, fünf, sechs Blöcke bis zur Decke haben wir. Müsste man mal gucken, wie so hoch so ein Baum ist. Das werden wir dann ja wahrscheinlich sehen, ob es tief genug ist oder nicht. Ich hätte schon fast gesagt, die Ebene, wo du gerade drauf stehst, dass wir die halt erstmal benutzen. Ja, dann müssen wir aber einen anderen Eingang noch buddeln. Weil ich will da nicht, also ich will nämlich hier direkt gerade durchgehen, dass wir den ganzen Boden zum Bepflanzen haben. Nee, seitlich können wir das hier schon mal hier nehmen. Das ist doch hier schon so auf der nächsten Steinebene. Da brauchen wir noch nicht mal irgendwas bauen. Hast du noch ein paar Fackeln mit? Nein. Na, leider nein. Ja, jetzt passiert halt nichts mehr. Wir buddeln ein bisschen. es ist auch schon nachts. Und ich glaube, wir können mal einen Break machen. Ja.
Wenn euch das Video gefallen hat, und das hat euch gefallen, weil so viel Buddelaktion und so, das war einfach. Und cool. Nicht zu vergessen diese Zombie-Horde am Anfang. Ja, richtig spannend am Anfang. Zombies am Morgen. Na, vertreibt Kummer und Sorgen. Nee. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch gerne mal ein Like, einen Kommentar oder ein Abo. Würde uns freuen. Ansonsten haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao, ciao.